Mach das mit dem Part Broadcast. Vielleicht findest du eine lustige Stelle und kannst du sie mir für den Videoschnitt auch nochmal tun. Ja. Ich bin wieder da. Ich kann den Chat essen. Guck immer, wenn dann eine zu lange Nachricht hier kommt, dann kann ich so reinbeißen. So. Voll gay. Hauptsache ich schmier mir hier Scheiße an die Lippe. Okay, man hört es echt fast gar nicht. Es ist viel zu leise. Hat mich jetzt gewundert, dass es so leise war. Aber Blatendo, danke für dein Refollow, um das Sound abzuspielen. Bob Esponja! Bob Esponja! Ich will es aufmachen. Ich will es aufmachen. Ich kann es mit den Zähnen aufmachen. Ich habe einen starken Biss. Boah, ich liebe diesen Geruch von... Von neu. Mm. Oh, so geil. Mm. Oh, geil. Hallo. Seht ihr mich? Gott, ich bin so behindert. Ein Kabelbinder, den kann ich gebrauchen. Alles andere brauche ich nicht. Legen wir das mal weg. Ich brauche das gar nicht mehr. Ich will eigentlich nur den Kabelbinder haben. Boah, Kabelbinder. Ich komme auf Ideen, das ist unglaublich. Ich mache mich doch hier voll zum Affenarsch. So ist geil, oder? Dann muss man sich nicht immer meine Visage angucken. So muss der Popfilter funktionieren, dann kann ich so wie so ein Sänger so... Na, na, na. Kann man das sehen? Das bin ich? Nee, das bin ich. Nee, das bin ich. Er sieht auch fast so aus wie ich. Naja, nicht ganz. Ich habe aber auch kein Kätzchen. Guck mal, ihr müsst mal gucken, das ist das Kätzchen. Da ist ein Kätzchen. Ein Kätzchen. Und deswegen fliegt ihm die Gitarre weg. Die Katze hat ihm die Gitarre kaputt gemacht. Naja. Das ist der erste Stream, in dem ein Karton streamt. Karton, kümmere dich mal um meine Viewer. Guck mal, ich habe mir selbst gefollowt. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Follow und willkommen bei den Bambus. Für alle, es gilt wirklich für alle, egal ob Brillenträger oder nicht. Für alle, das ist einfach reine Optik. Wenn ihr irgendetwas in der Ferne nicht lesen oder sehen könnt, dann macht ihr so ein ganz kleines Auge, so eine ganz kleine Blende fürs Auge und dann könnt ihr das lesen. Ich kann jetzt tatsächlich das letzte lesen und zwar geil. Nee. Geil, follow dir halt wieder. Nee, follow dir halt selber. Dann sehe ich aus wie so ein Captain, weißt du? So wie so ein Pirat. Ich bin auf der Suche nach dem Schatz, ne? Arr, Captain Krabs. Bin auf der Suche nach einem Schatz. Ich muss natürlich jetzt erstmal mit der Folie hier spielen. Oh, jetzt haben wir wieder ein Follow, jetzt aufgepasst. Dauert aber lange heute. Boah, das ist voll geil. Ich liebe es dann immer voll an diesen Nippeln zu spielen. Dieses Ding hier so rüberfühlen, so, das ist voll cool. Fühlt sich voll geil an, voll entspannt. Als würde mich jemand so streicheln. So. Ist schon lange nicht mehr erlebt. So, Microfonos de membrana pequeña grande. Los microfonos de condensador se distinguen por el tamaño de la membrana. Hablando de microfonos de membrana pequeña o grande. Una membrana pequeña ofrece un diámetro de aproximadamente 18 milímetros. El diámetro de membranas grandes, por regla general, alcanza unos
25 y una pulgada. Okay. Never mind. Los micrófonos de membrana pequeña en la mayoría de los casos tienen forma de bastón y se utilizan básicamente captando instrumentos en modo estéreo y dirigirlos directamente hacia el mismo, por lo que con frecuencia se ofrecen pares balanceados. Esos micrófonos aseguran una... Da fehlt einfach der Rest. Geil. Da fehlt einfach der Rest. Ah, una L. Nee. Nee, da fehlt einfach der Rest. Geil. Egal, das war genug Spanisch für heute. Was war das, was Flämmchen geschrieben hat mit Quoten hinzufügen? Nein, nein, nix. Kein Quote, nein. Es gibt kein Quote hinzuzufügen. Nein, da ist nichts hinzuzufügen. Ich könnte ja meinen Stream so gestalten, dass ich immer nur ab Montag nicht mehr dusche und dann habe ich meinen Bad Hair Day am Donnerstag. Nein, nix da. Das habe ich nie gesagt, Resi, das stimmt gar nicht. No fucking way. Er leuchtet! Auf geht's, Yoshi. Sagt mir und gebt mir euer Feedback. Die hat Playtendo für mich gemacht. Gib mir Feedback, please. Das ist mir wichtig. Ah, das geht dann halt wirklich nur mit einer Pokémon-Version, ne? Da müsste ich halt rein theoretisch einen GBA-Emu installieren. Das ist eigentlich Playtendos-Dingens. Stream, also der Stream. Ich will ihm seine Ideen und sei sowas. Und ich will ihm seine Sachen nicht wegnehmen, eigentlich. Das wäre ein bisschen unfair. Außer er sagt, ja, okay, wir können das synchron machen oder zusammen oder nach und nach oder sonst was. Dann würde ich das tun, aber das würde ich schon gern mit ihm abklären. Und wenn, dann fände ich es halt cool, wenn er sich meldet. Dass wir es zusammen besprechen. Nee, aber wenn ich jetzt wie so Pokémon-Gedöns mache und das ist ja eigentlich echt sein Ding. Der heißt Playtendo nicht umsonst, ne? Und der ist ja eh voll drin, auch der hat auch viel mehr Ahnung davon. Ich bin ja voll der Noob. Weißt du, warum keiner Mario mag? Das ist ziemlich einfach erklärt, weil Mario ein kleines Arschloch ist.